Serious City. Ich spreche das richtig aus. Das ist noch richtig ohne japanischen Namen. Das ist so eine kleine Windradstadt, wie man sieht. Endlich habe ich die online erreicht. Schade, wenn ich nicht kämpfen konnte. Du bist zu schwach. Zeitverschwendung. Nächstes Mal übergehe ich dich einfach. Na, ganz nett. Danke. So, kommen wir hier in den C4-Turm. Bestimmt von C4 abgeleitet, weil als das Spiel rauskam, gab es Frontier an sich noch nicht. Das war, glaube ich, gerade mal irgendwie an Arbeit gewesen oder so. Wo ist bloß Maria? Ich sorge mich um sie. Sie ist so eine Heulsuse. Ja, die wird schon irgendwo sein. Wir haben noch einen Innen, die haben wir Divermon. Was, den Booster öffnen? Okay, Augenblick. Einen Booster haben wir, dann lassen wir uns das mal von ihm öffnen. Das kostet ja zum Glück nichts. Booster öffnen. Gobamon, Demi, Devimon, Pico, Devimon, Air, Slow Agumon, Tabemon, Gizamon, Floramon, nix Berauschendes. Ich kann auch Karten kaufen hier. Demon! Ja. Ja, man sieht, die kosten auch schon hier 500 Bit und die Vidramon sogar schon 1000. Wir haben dann 361, können das voll in der Backe schmieren. Da müssen wir noch ein bisschen mehr kämpfen. Aber heilen muss ich jetzt auf jeden Fall. Bei ihr kostet schon 16. Boah. Das ist schlimm. Powerladung habe ich noch ein paar. Waffen habe ich auch noch zu wenig Geld. Da muss ich auch erst noch ein bisschen sammeln. Ich habe Elle verloren. Was soll ich nur tun? Das ist ja die Heulsuse. Heulsuse Maria. Der Galle-Turm. Wo ein Erdramon hier schläft, was ich total süß finde. Guck mal, wie er schläft. Kriegst du, glaube ich, auch nicht wach. Oder erst später war das, glaube ich, sehr, 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 sehr viel später. Ich finde es süß. Nein, ich renne. Und dann hier. Sally, das ist so toll. Ist ja so cool. Ja, die Schirmchen für den Leader. Das sind sowas wie die Arena-Leiter in Pokémon. Sehr gut. Sorry, wenn ich über diese Vergleiche mit Pokémon mache, aber so verstehen es die meisten. So. Hier ist ein Piccolomon. Das heißt eigentlich Piccolomon, nicht Piximon. Ich verwalte die Digimon-Daten. Pi. Wenn du Digimon tauschen willst, komm zu mir. Pi. Wir sind sozusagen halt da, wo normalerweise der Professor in Azuka City ist. Der kann ja nicht überall sein. Dafür gibt es halt eben die Piccolomon. Macht das so viel Spaß? So viel Spaß ist nicht mehr schön. Wir sind die Konkurrenz von Magami. Verrat uns nicht, wir spielen den Digimon online aus. Ja, ist klar. Sie wieder trainiert in Protokollruinen. Das liegt nordwestlich von hier. Ja, da müssen wir jetzt hin zu den Protokollruinen. Das war da, wo ich gesagt habe, da gehen wir später hin. Ich muss jetzt eben nur kurz richtigen Speicherstand machen. Und dann gucke ich mal, ob es schon möglich ist, da mit Wemon Freundschaft zu schließen. Sagt, das ist länger her und ich weiß den genauen Ablauf jetzt nicht mehr auswendig. Müsste ich dann eben mal jucken gehen. Obwohl es so lange braucht zum Speichern, finde ich das überhaupt nicht nervig, ehrlich gesagt, weil die Musik ist so schön. Ja, ich mach schon weiter. Ist halt so toll. Lange nicht mehr gehört. Ma. Dann wollen wir mal die schöne Stadt hier verlassen. Wieder zur windigen Prärie. Jetzt muss ich kurz gucken. Steht er hier schon? Nee, steht hier nicht, dann ist das noch nicht. Also hier habe ich dir erst den das heißt bei den Badge oder den Orden erst brauche. Das Abzeichen, genau. Ich muss gerade überlegen, wie hieß das Ding jetzt nochmal. Das Abzeichen, das braucht, wie gesagt. Ganz genau weiß ich nicht mehr, ab wann, aber irgendwann ist das halt möglich.
BZW. Ach Quatsch, ich glaube, da muss ich auch erst nach Azuka City wieder zurück. Die Tante befragen, der Kellnerin befragen. Oder so. Ich bin gerade überlegen, gehe ich jetzt gleich zum Protokoll. Ja, ich gehe mal noch nicht zu dem Protokoll reden. Ich mache das jetzt erstmal mit Wemon. Weil dann kann ich nebenbei auch noch so ein bisschen trainieren. So. Was jetzt meine Frage ist an euch. Es wird es ja da öfters mal geben, dass wir in schon bekannten Gebieten oft hin und her laufen müssen. Ob ihr das gerne wollt, dass ich alles wirklich aufnehme, was dazu führen kann, dass ich zwischendurch mal nichts sage, weil ich dann auch nicht mehr weiß, was ich quatschen soll. Oder soll ich so machen, dass zum Beispiel jetzt hier, ich würde bis nach Azuka City latschen, dass ich jetzt Pause mache und erst wieder weitermache, wenn ich in Azuka City drinne bin. Das würde ich jetzt gerne auch noch von euch wissen, neben der Sache mit den Demon-Daten einblenden. Das wäre mir wichtig, das zu wissen. Sonst würde ich das machen. Einerseits habe ich dann ein bisschen Sprechpause. Und ich muss mir nichts aus dem Ärmel ziehen. Irgendwas Sinnloses quatschen. Weil, wenn ich mich kenne, ich vergesse gerne mal irgendwas zu quatschen. Und wie gesagt, das sind jetzt hier keine atemberaubenden Kämpfe hier. Das ist ja nur einmal Patsch auf den Kopf und weg. Naja, oder fast zumindest. Oder auch bei Leomon in den Trainingshallen. Wenn ihr das wollt, ihr das immer sehen, wie die Digimon da trainieren, was, wie sie failen oder wie sie nicht failen. Das Spiel kann sehr langatmig sein, wenn du über hin und her rennen musst. Deswegen möchte ich auch wissen, ob ihr das wirklich sehen wollt oder ob euch das nicht langweilen würde. Du willst immer noch nicht, du doofe Kuh. Da jetzt zum Beispiel. Ah, was könnte ich mal so Schönes erzählen? So aus dem Leben gegriffen. Gestern habe ich, was mir immer aufgefallen ist, ich habe gestern Wäsche aufgehangen auf dem Balkon und da habe ich so, gab noch so drei Jugendliche, die von auswärts sind, also nicht aus diesem Lande entstammend. Und haben natürlich sich auf ihrer Sprache in ihrer Sprache unterhalten und dann kam ein Junge von hinten mit dem Fahrrad, hat geklingelt, dass sie bitte zur Seite gehen sollen. Er ist auch auf dem Fahrradweg gefahren und so. Ich habe es jetzt nicht ganz genau gehört, ich habe das nur so gehört gehabt, dass sie dann, dass die beiden Mädels so wieder, also da deutlich gehört hat, dass sie gemeckert haben, wie natürlich in ihrer Sprache, deswegen habe ich verstanden, was sie gesagt haben. Und dann sagte der Kerl dann, ja, das ist Deutschland. Wo ich mir denke, ja, das ist Deutschland, nicht bezogen auf den Jungen auf dem Fahrrad, sondern auf die Auswärtigen. Weil anscheinend ist du Türke keine Beleidigung mehr, sondern du Deutscher ist dann eine Beleidigung geworden, habe ich jetzt jeweils das Gefühl. Wo ich mir auch denke, nee, das kann es nicht sein. Ich weiß nicht, ob das interessant ist oder so. Ah, hier. Hey, hör zu, ich habe zuletzt den Wemon gesehen. Er sucht etwas in der windigen Prärie. So. Jetzt haben wir freigeschaltet, dass Wemon da sein wird. Jetzt wird es zur windigen Prärie zurücklatschen. Und ganz kurz überlegen. Ganz kurz überlegen. Okay. Muss ich noch was im Balkon kaufen? Habe ich alles geheilt? Habe ich? Ansonsten kann ich hier ja nichts machen. Karten? Nö. Okay. Also das meine ich jetzt eben mit dieses Hin- und Herlaufen, ob ihr das wirklich sehen wollt, weil es setzt mich schon wieder an, immer hin und her zu laufen, ob ihr das auch ansehen wollt. Das ist nochmal eine andere Sache. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier nebenbei noch groß labern soll. Hier, ich könnte ja ein bisschen was von Digimon Cosmos erzählen, genau. Das ist ja die 6.-7. Staffel. Digimon Hunters, also die 6. Staffel jeweils, die noch. Die kommt jetzt bald in Amerika raus. Die heißt dann Digimon Fusion, was ein wesentlich besserer Titel ist. Weil im Japanischen ist ja Cross Wars, heißt irgendwie so Cross. Ja, halt Fusionskriege, sag ich mal. Aber mit Krieg hat das jetzt nicht so viel zu tun, denn man sagt immer zwar Armee. Der eine Protagonist ist die Armee, ein anderer Protagonist die Armee, aber so richtig Krieg hast du da nicht wirklich, deswegen ist das schon mal ein besserer Titel. Und das ist wieder auch so eine Staffel, die hat so eine geile Idee,
halt mit diesem Krieg habe ich selber in meiner eigenen Fernstory auch, deswegen mich zuerst geärgert. Ach Mist, jetzt wurde das ja schon benutzt und so. Aber da kann ich getrost sagen, das war jetzt nicht so viel kriegmäßig. Jedenfalls auch wieder so das kriegmäßig, aber das ist so viel. Aber soll ich jetzt dazu sagen? Die rennen da auch nur in der Digi-Welt rum und sammeln sich bestimmte Gegenstände ein, um die Kontrolle über die Digi-Welt zu kriegen. Ich will da nicht alles erzählen. Mir geht es einfach nur ums Prinzip, dass sie es extrem versaut haben. Die haben so viele richtige, gute Digimon-Charaktere. Sehr viele Digimon haben eigene, selbstständigere Charaktere, Persönlichkeiten. Was jetzt in zum Beispiel 1, 2 Staffel nicht so wirklich der Fall, weil da waren die meisten Digimon einfach am extrem ähnliche Ähnlichkeit mit ihrem Partner hat. BZW, auf die wurde gar nicht eingegangen. Da zum Beispiel Gatomon war so mit einer Ausnahme, die hatte noch recht Charakter gehabt, weil sie auch Hintergrundgeschichte hat und sowas. Aber bei Crossroads hast du wirklich so richtig viele Digimon, die haben wirklich als unterschiedliche Charaktere. Erstes Auftauchen wurden sie noch richtig behandelt, aber danach waren die eigentlich noch unwichtig gewesen. Yay, Level 5 erreicht! Und jetzt können wir endlich so Gino Humon digitieren. Das ist doch mal was, das werde ich mir gleich einschalten. Status. Und was bei dieser Staffel auch oft passiert war, dass da Ereignisse passiert sind, so ganz spontan, ohne irgendwelche Hintergründe, ohne dass es irgendeinen Sinn gemacht hat. Einfach so plupp, jetzt passiert das einfach mal. Und da gab es halt sozusagen noch so eine Fortsetzung, man ist sich jetzt noch am... Es gehört an sich zu Crossroads doch dazu, zur 6. Staffel, von vielen wird es aber noch als 7. Staffel behandelt, weil das so ein Jahr später an sich abspielt und auch einen anderen Protagonisten hat. Das ist Digimon Hunters, was auch wieder ein extrem geiles Konzept hat, von wegen, da sind Digi-Ritter oder Digi-Thema, die jagen Digimon, sammeln sie und sowas. Echt geiles Konzept, aber das war eine, die Anfangsfolge hatte Story gehabt, danach gab es ungefähr 20 Filler-Folgen und in die letzten 5 Folgen gab es dann sozusagen Story, was aber auch ziemlich über den Haufen geworfen wurde, für mich ein bisschen surreal war, weil da alle anderen Protagonisten, alle anderen Digi-Ritter aus den anderen Staffeln da auf einmal zusammengekommen sind und sowas, aber das hatte doch nur 26 Folgen so gehabt, das war etwas mie. Nicht so toll, wir hatten alles geile Konzepte, geile Ideen, aber sowas von in den Sand gesetzt. So, und hier haben wir meinen kleinen Liebling. Hallo, Wemon. Hm, willst du spielen?